Video präsentieren wir euch in Zusammenarbeit mit dem Hardwarehersteller Zotac, mit dessen neuer Grafikkarte, der Zotac Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo, ich die Spielszenen in diesem Video aufgezeichnet habe. Als RTX-Karte der zweiten Generation unterstützt die 3080 AMP Holo natürlich Reflexionen und Schattenberechnung per Raytracing und liefert dank Nvidias hauseigener KI-Upscaling-Methode DLLS nochmal einen ordentlichen Performance-Boost. Die AMP Holo ist bereits vom Werk aus übertaktet und verfügt über die neue Holo Black ARGB-Beleuchtung, die ihr individuell einstellen könnt und die vom Polarlicht inspiriert ist. Wie das aussehen kann, seht ihr hier. Außerdem gibt Zotac 3 Jahre Garantie auf alle seine Grafikkarten der RTX 30er Serie, die ihr aber noch auf 5 Jahre verlängern könnt, wenn ihr euch auf zotac.com registriert. Und das Beste an dieser Zusammenarbeit mit Zotac ist, dass ihr diese Grafikkarte gewinnen könnt. Wie das geht, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Und mit genau so einer Grafikkarte habe ich in den letzten Tagen Cyberpunk 2077 auf dem PC gespielt, um rauszufinden, wie das Spiel läuft und vor allem, was ich machen kann, um die Grafikqualität und die Leistung zu steigern. Und die gute Nachricht ist, Cyberpunk 2077 kann auf einem starken Rechner mit der richtigen Hardware sehr flüssig laufen und es gibt sogar eine Möglichkeit, mit den richtigen Einstellungen eine bessere Grafik und trotzdem mehr FPS zu bekommen. Die maximalen Einstellungen sind bei Cyberpunk nämlich nicht gleichzeitig die Einstellungen, auf denen das Spiel am besten aussieht. Die schlechte Nachricht ist, auch wenn Cyberpunk auf dem PC mit vollen Details flüssig läuft, hat es natürlich weiterhin mit Bugs zu kämpfen. Aber darum muss sich jetzt das Entwicklerteam von CD Projekt Red kümmern, die ja aktuell auch mit dem Debakel um die Konsolenversion des Spiels zu kämpfen haben und für die nächsten Wochen jede Menge große Patches für das neue Open-World-Spiel angekündigt haben. Die Lage wird sich also aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen spürbar verbessern. Ich bin aber trotzdem gespannt, ob der durchwachsene Release von Cyberpunk auf lange Sicht den fast schon messiashaften Ruf der Unfehlbarkeit, den die Entwickler bei vielen Spielern ja hatten, beschädigen wird. Dass das Spiel auf der alten PS4 und Xbox One so schlecht läuft und teilweise lächerlich mies aussieht, tut mir persönlich zwar leid für alle, die es auf diesen Konsolen spielen müssen, aber als PC-Spieler muss ich auch ganz ehrlich sagen, es geht auch anders. Cyberpunk 2077 kann fantastisch aussehen und durchweg flüssig laufen. Egal, ob man durch geschäftige Vergnügungsmeilen spaziert, mit dem Auto durch die Nacht düst oder sich bei strahlendem Sonnenschein einen Überblick über Night City verschafft. Die Aufnahmen, die ihr hier mit den eingeblendeten Leistungsdaten seht, sind auf meinem Homeoffice-Rechner entstanden und in dem werkeln neben der RTX 3080 auch 32 GB RAM und ein AMD Ryzen 5900X Prozessor mit 12 Kernen und 3,7 GHz. Das ist ein richtig guter PC und er reicht, um den Performance-Hunger von Cyberpunk zu erschlagen, was ich längst nicht über jedes Spiel sagen kann. Das Remaster von Crysis bricht stellenweise immer noch auf 30 Frames in den höchsten Grafikeinstellungen ein und ich rede hier von der gerade veröffentlichten Version 2.0, die jetzt rund 2 Monate nach dem ursprünglichen Release der PC-Version schon viele Performance-Verbesserungen bekommen hat. Die Probleme von Crysis liegen aber weniger an der Hardware als an der schlechten Optimierung des Spiels. Die allermeisten aktuellen Spiele kann ich von meinem System aber durchweg flüssig spielen, auch Cyberpunk. Ich hatte übrigens die in Spielerkreisen kursierenden Tricks zur Performance-Steigerung ausprobiert und bei meinem System überhaupt keine Verbesserung bemerkt, was auch kein Wunder ist, denn der Trick mit dem RAM, bei dem vermeintlich mehr Grafikkarten und Systemspeicher vom Spiel genutzt werden kann, hat sich inzwischen als nutzlos herausgestellt. Die Datei, die man da umschreiben musste, wurde sogar nach dem letzten 1.05er Hotfix aus dem Spiel entfernt. Und auch der Trick mit dem Aktivieren der zusätzlichen AMD-Prozessoren hat bei mir natürlich nicht gegriffen, weil das nur für AMD-Prozessoren mit 4 bzw. 6 Kernen gilt und nicht für Rechner mit mehr Kernen. Inzwischen mit der PC-Version 1.05 ist aber auch diese Verbesserung schon von Hause aus bei Cyberpunk mit drin. Und ja, ich will nicht ausschließen, dass das bei einigen Spielern tatsächlich geholfen hat oder sich zumindest so anfühlte, als würde es helfen, gerade der nachweislich nicht helfende RAM-Trick. Aber aus eigener Erfahrung konnte ich das nicht bestätigen. Was ich hingegen bestätigen kann, ist, dass ihr mit den richtigen Hardware-Komponenten und den richtigen Grafikeinstellungen problemlos konstant mit 60 FPS und mehr bei der schönsten einstellbaren Grafik spielen könnt. Zumindest bei WQHD, also bei einer Auflösung von 2560 zu 1440 Pixeln.
Höher konnte ich nicht testen, weil ich daheim keinen 4K-Monitor am Rechner habe. Aber was heißt jetzt mit den richtigen Einstellungen? Ja, da wird es interessant. Wie ihr seht, habe ich fast alle Grafikoptionen auf Maximum gestellt. Bei NVIDIAs Deep Learning Super Sampling DLSS nutze ich die Einstellung Qualität, weil das nicht nur einen ordentlichen Performance Boost bringt, sondern weil die Upscale-Methode für weniger Flimmern an Objektkanten sorgt und das Bild so insgesamt ruhiger macht. Es gibt zwar auch noch Performance-Modi für DLSS, die mehr Leistung, aber auch ein etwas verschwommeneres Bild liefern. Die sind aber bei einer 3080 nicht nötig. Einziger Nachteil ist, dass es in sehr dunklen Umgebungen zu Ghosting kommen kann. Das erkennt man hier am Lauf der Waffe ganz gut, wenn ich sie schnell hin und her bewege. Im normalen Spielablauf ist mir das aber nur in dieser einen Szene wirklich spürbar aufgefallen. Aber zurück zu den Optionen, wo ich nur bei den Raytracing-Einstellungen eine Sache ausgeschaltet habe. Und das ist die Raytracing-Beleuchtung. Die kann man entweder auf Aus, auf Mittel, Ultra oder Psycho stellen. Aus Gewohnheit hatte ich die Option anfangs natürlich auf Psycho gestellt. Aber mir ist beim Spielen etwas Merkwürdiges aufgefallen. Weil große Teile der Spielwelt von Cyberpunk ja auf dem Schatten liegen, schließlich ist man ja meist in tiefen Straßenschluchten unterwegs, werfen NPCs nur sehr selten einen Schatten. Höchstens, wenn sie mal an einer der eher seltenen dynamischen Lichtquellen vorbeigehen oder wenn sie wie hier am Strand in der Sonne stehen. Hier hingegen sieht es aus, als würden die Passanten über dem Boden schweben. Macht man die Raytracing-Beleuchtung aus, greift hingegen die Umgebungsverdeckung und sorgt dafür, dass um die Füße der Figuren eine kleine Verdunklung wie ein Schatten wirkt und es plötzlich eine optische Verbindung zwischen den NPCs und dem Boden gibt. Kurioserweise kann man diesen Effekt sogar im offiziellen Raytracing-Trailer zu Cyberpunk 2077 sehen. In dieser Szene spiegelt das Auto im Vordergrund zwar dank Raytracing-Reflexionen auf einer RTX-Grafikkarte von Nvidia deutlich eindrucksvoller, aber achtet mal drauf, was mit den Schatten unter den Stangen im Hintergrund und bei der jungen Dame an der Tür passiert. In der Theorie sorgt die Raytracing-Beleuchtung nämlich für eine realistischere Berechnung des Lichteinfalls. Bei Metro Exodus kann man das zum Beispiel sehr gut sehen, wenn man den Shooter auf einer RTX-Grafikkarte spielt. Der Effekt frisst aber auch sehr viel Leistung, besonders in einer Open World. Und er kommt bei Cyberpunk auch nicht sehr stark zur Geltung, weil die Spielwelt und die Lichtquellen vom Entwicklerteam nicht darauf ausgelegt wurden. Das Deaktivieren der Raytracing-Beleuchtung kann euch also bis zu 20 Bilder pro Sekunde zusätzlich bringen und gleichzeitig wird die Grafik verbessert. Zum Glück könnt ihr im Spiel aber die Raytracing-Beleuchtung unabhängig von den Raytracing-Schatten und den Raytracing-Spiegelungen an- und ausschalten. Ihr müsst also nicht auf diese Effekte verzichten. Auf 1080p kann ich mit diesen Einstellungen sogar DLSS komplett ausschalten. Und gleichzeitig bekomme ich eine bessere Grafik inklusive hübscher Spiegelungen, die in den neonbeleuchteten Straßen von Night City natürlich besonders auffallen. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass Cyberpunk 2077 im direkten Vergleich mit beispielsweise Watch Dogs Legion beim Raytracing den kürzeren zieht, weil es die Spiegelungseffekte nicht so oft zur Geltung kommen lässt. Cyberpunk setzt zwar auch Echtzeitspiegelungen auf Fahrzeugen und vielen anderen Flächen ein, aber die Figuren spiegeln sich beispielsweise nicht sehr weit. Passanten auf der anderen Straßenseite werden hier schon fast gar nicht mehr dargestellt. Und außerdem gibt es abgesehen von einigen Pfützen gar nicht so viele Flächen, die klar spiegeln. Die meisten Fensterscheiben auf Sichthöhe sind total verdreckt und die eigene Spielfigur spiegelt sich ja sowieso nicht in der Open World. Auch nicht mit Raytracing. Das funktioniert nur in einigen ausgewählten aktivierbaren Spiegeln. Da hat Watch Dogs Legion schon deutlich mehr zu bieten. Nicht nur, weil es im verregneten London mehr Pfützen gibt, sondern auch, weil die Spiegelungen hier in den Fahrzeugen teils stärker zur Geltung kommen. Beispielsweise hier beim Doppeldeckerbus, in dem sich nicht nur unsere Spielfigur spiegelt, sondern auch die anderen Fahrzeuge und ein paar der Passanten. Ich will zwar die Raytracing-Reflexionen in Cyberpunk 2077 nicht missen, aber für das gesamte Spielerlebnis ist der Leistungsschub, den DLSS auf höheren Auflösungen bringt, wahrscheinlich wichtiger. Den gibt's bei Watch Dogs Legion aber natürlich auch. In beiden Spielen kann man aktuell mit den richtigen RTX-Grafikkarten und aktiviertem DLSS also sehr gute FPS-Zahlen erreichen, selbst bei WQHD mit allen Details und aktiviertem Raytracing. Mit den optionalen Performance-Modi für DLSS ist das sogar auf einigen der preiswerteren RTX-Grafikkarten möglich. Beide Spiele könnten aber auch noch Leistungsoptimierungen von Seiten der Entwickler gebrauchen,
die ja letztlich dafür verantwortlich sind, das Beste aus unserer Hardware rauszukitzeln. Für Cyberpunk gilt das sogar so sehr, dass ich persönlich erst im Februar ausgiebig weiterspielen werde, wenn die ersten beiden großen Patches hoffentlich einen Großteil der Bugs behoben haben und endlich ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen wie Aim-Toggle nachgereicht wurden. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass CD Projekt Red die Firma war, die bei The Witcher 1 und 2 auch erstmal Enhanced Editions rausbringen musste, um das volle Potenzial dieser Rollenspiele auszuschöpfen. Ob sie allerdings die Versionen für die alten Konsolen so wirklich in den Griff bekommen, daran kann man durchaus zweifeln. PC-Spieler müssen aber sehr wahrscheinlich nur noch ein bisschen Geduld haben, bis sie das Spiel bekommen, auf das sie seit Jahren hingefiebert haben. Und bis es soweit ist, sind hoffentlich auch die aktuellen Lieferengpässe bei High-End-Grafikkarten vorbei, damit man Cyberpunk nächstes Jahr dann so erleben kann, wie es sein sollte, nämlich flüssig und fehlerfrei. Wobei flüssig ja mit der richtigen Hardware zum Glück schon garantiert ist. Selbst wenn man nicht zur RTX 3090 greift, sondern sich wie in meinem Fall mit einer Karte für Normalsterbliche begnügt.